Die Burg. Hoch auf dem Berg, über dem Tal, thront eine stolze Burg mit Kapitelsaal. Ein Ort, wo sich tags die Bauern aus dem harten Leben in schwere Arbeit fliehen und abends die Reichsritter zur Tjost hinziehen. In der Kapelle stimmen die Mönche ihre Gesänge an und durch die Waren der Kaufmänner kommen die Bürger an Luxus heran. Das Leben hier ist sicher und von langer Dauer, doch lebt und liebt das Volk einzig und alleine durch die gigantische Burgmauer. Mächtig streckt sie sich dem Himmel empor, und nachts verschließen die Wächter das Tor. Aus Stein ist der Wall für die Ewigkeit geschaffen, und wenn es sein muss, verteidigen die tapferen Bürger ihre Heimat auch mit Waffen. Doch im Osten zieht ein Sturm herauf, und niemand traut sich mehr heraus. Die Fremden sind gekommen, um der Burg zu schaden, und nun knallen von morgens bis abends die Bombarden. Über das Stöhnen der Bürger, die leise klagen. Die Kugeln schlagen ein und machen die Stadt kaputt. Der Wall liegt längst in Asche und Schutt. Denn selbst die dicksten Wälle können keine Sicherheit versprechen, wenn sie bröckelnd einbrechen. Dann bricht der letzte Sturm los. Die Fremden setzen der Burg den Todesstoß und stürmen durch die großen Löcher, die im Wall klaffen. Doch auch Isig ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Denn bald schon werden auch ihre Namen und Gesichter verblassen. Eines Tages wird ihrer Dynastie nach einer harten Schlacht hinter diesen Mauern ein jähes Ende gemacht. Die Mauern der Festung, die schon so viele Jahre stumm überdauern. Und doch ist es einfacher, eine Mauer zu errichten, als eine zu vernichten.